Hallo und willkommen hier wieder zu Pokémon. Lang ist's her, doch ich habe jetzt wieder ein bisschen was angesammelt, immer wieder reingeschaut, um Boost-Packs zu bekommen. In letzter Zeit ist jetzt nicht so viel passiert in Pokémon, aber es wird demnächst dann sicherlich mehr Öffnungen, also Unboxings kommen von ein paar größeren Collections und Boxen und so. Und ja, jetzt müsst ihr euch ein bisschen mit dem vergnügen. Und zwar öffne ich hier mal meine ganzen Boosterbacks, die ich hier angesammelt habe in der Zwischenzeit. Und haben hier eine Raritätentruhe, die wir jetzt öffnen. Und da haben wir 10 Münzen und noch eine Karte dazu bekommen. Ein Darkrai! Wow! Das ist jetzt schick, schick, schick. Schick, ja. Okay, dann machen wir mal ein Schicksalsschmiede auf. Zack. Und. Hey, Smogon, geh weg. Und wir öffnen es. Ein Krabums. Krabums. Lege am Ende des nächsten Zuges seines Gegners das Verteidigen der Pokémon und alle daran anliegende Karten auf dessen Ablagestapel. Das ist ja urheftig. Das ist Phase 2, das ist jetzt wieder Scheibenkleister. Ja. Okay. Dann öffnen wir hier ein Dampfkessel Booster Pack. Und schauen, was da drinnen ist. Anscheinend habe ich nicht so viele Dampfkessel mal gehabt. Und da drinnen ist ein Snibbona mit der Fähigkeit wegreißen. Beliebig oft während deines Zuges von einem Angriff kannst du eine Pokémon-Ausrüstung, die an einem deiner Pokémon angelegt ist, auf deine Hand nehmen. Man recycelt das und kannst dann einfach einen anderen hinlegen. Das ist jetzt nicht so schlecht. Aber es geht natürlich vielleicht besser. Okay, das Pack wurde jetzt erstellt und öffnet sich. Okay, ein Papyro, ein Leufeuil. Das Artwork ist ja wirklich heftig. Von wo ist denn das? Ich glaube, Dora sucht das. Dora sucht das und der Fuchs ist sein Begleiter. Okay, eine Voltula. Wow, das Artwork ist wieder extrem cool eigentlich. Hey, das ist so eine doppelte Ding. Das ist Blitz und Pflanze. Aber es braucht halt eine Blitzenergie. Dafür gilt es als für Schwächen von gegnerischen Pokémon. Das ist jetzt ziemlich gut. Aber die Effekte sind. Diese Angriffe zwei Pokémon auf der Bank deines Gegners 30 Schadenspunkte zu. Warum sollte ich das machen, wenn ich das machen kann? Mit irgendeiner Ding. Besser wäre es umgekehrt. Oder da wenigstens Pflanze und da Dings. Dann würde es ja auch mit dem ein bisschen synergieren. Aber naja. Der erste Effekt ist gar nicht so schlecht. Okay, fertig. Und das letzte Pack. Sonne und Mond, Stunde der Wächter. Öffnen wir es. Oh, falsch geöffnet. Ist das jetzt unser Verhängnis? Kommt jetzt da ein Blödsinn raus? Oh je, nur eine Karte zum Aufdecken. Schauen wir mal, was drinnen ist. Eine Rayquaza. Lege zwei Basisenergiekarten von aus einer Ablagestapel eines Pokémon an. Das ist jetzt nicht so schlecht, aber man hätte sich Besseres erwartet. Und das Artwork finde ich jetzt auch nicht so gut. Ich finde es zu sehr. Die Zunge und so, der Kopf ist jetzt nicht so. Naja, es gibt bessere Artworks, aber es gibt auch bessere Karten. Platzenergie. Okay, das war's. Ich würde sagen, dann werde ich weiter sammeln. Bei den Boosterpack-Öffnungen wird es auch andere Codes zur Verfügung gehen. Zum Beispiel für schimmernde Legenden kann ich mal vorab sagen. Da ist mal immer was Heftiges drinnen. Das Boosterpack ist, glaube ich, eines der besten überhaupt, wie dieses Jahr rausgekommen ist. Und ja, wie gesagt, einfach wieder weiter reinschauen hier, abonnieren, um gleich zu erfahren, welches Video gekommen ist. Und falls euch das Video auch gefallen hat, einfach ein Like hinterlassen, schreibt in die Kommentare, was ihr sehen wollt, was ihr
sonst noch haben wollt, mehr Pokémon-Spiele oder sowas, falls ihr gegen mich spielen wollt hier in Pokémon Online, könnt ihr auch natürlich in die Kommentare reinschreiben, eure Ideennummer oder Name oder sowas. Ich glaube, da kann man ja suchen. Und ich glaube, das kann man da oben dann suchen, oder? Da kann ich Freunde hinzufügen und lobbyen, was weiß ich. Und können wir mal gegeneinander spielen, entweder Standard oder erweitert. Genau. Okay, dann bis zum nächsten Mal.